Und für dich war das damals die Zeit, wo du wirklich alles auf 100% Schreiben gestellt hast, mit dem Autorenstipendium Ja, und mit allen ja. Dingen, die damals kamen. War das auch Ja, für dich der Schritt? Und ich erinnere mich absolut. mit Bloomsbury, erinnere ich mich, das ist eine sehr schöne Geschichte im Prinzip. Da hast du einen unglaublichen Starterfolg eigentlich gehabt, ne? Also du bist in eine Auktion geraten von Verlagen. Das heißt, die Verlage haben sich damals tatsächlich drum Ja. gerissen. Und das ist was Seltenes. Und wir sprechen gleich auch über die Sonnen- und die Schattenseiten dieser Ja, Sache. ja. Das ist was Seltenes und was Großartiges, aber noch als Anekdote fand ich ganz toll, dass dann eines Tages also Bettina in dieser Zeit bei mir anrief und sagte: Jurenka, Hilfe! Da sind die Verlage und die interessieren sich dafür und die wollen immer noch mehr. Die wollen jetzt ein zweites Exposé haben. Ich habe gleich einen Vertrag, wo ich ein zweites einreichen kann. Ich habe aber gar nichts fertig. Können wir uns hinsetzen und noch gemeinsam dieses Exposé? Und dann haben wir in einer Nachtschicht dieses Exposé noch Ja, fertiggestellt. stimmt, und das waren die Stimmen über dem Meer. Genau, Das das war war's, es. Genau, genau, das das war der war es. Nachfolger Genau. vom Haus am Himmelsrand. Stimmt, die haben gleich einen Zweibuchvertrag angeboten. Und da hat sich herausgestellt, übrigens eine ganz interessante, das hat mir mein Herr Jessen damals erklärt, Sie sind eine klassische Empfehlungsautorin. Ja. Das heißt, 10 Leute lesen Sie und 8 Leute empfehlen Sie Ja. weiter. Wahnsinn. Und von diesen 10 Leuten. Und das ist eine, das schafft keine Marketingabteilung. Das ist einfach das Größte, was es gibt, wenn man sich seine Leserschaft auf diese Weise erobert. Ja. Und das habe ich damals noch gar nicht glauben wollen, aber es hat sich jetzt als richtig herausgestellt. Was ich dann auch gelernt habe, dass Schreibblockaden ihren Sinn haben, weil jede Schreibblockade kann ich jetzt schon wetten, wenn ich sie habe und ich kriege. Werde noch einige in meinem Leben haben, hat ihren Grund und zwar meistens liegt es im Plot. Ja. Irgendwo ist was krumm und du merkst es noch nicht und wenn du dahinter kommst, dann fließt es wieder, dann geht es wieder. Das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist auch das, was ich immer wieder sage, weshalb es so wichtig ist, das Ja, Handwerkszeug zu ja, lernen. Weil ja. wenn man einfach durch Lesen und einfach drauf losschreiben vorankommt, ist man dem ausgeliefert, wenn man in so eine Schreibblockade kommt. Wenn man Ja. mal das Handwerkszeug gelernt hat, dann kann man rangehen und sagen, okay, jetzt nehme ich mal die Schicht weg und jetzt nehme ich mal da und jetzt gucke ich mal dahin. Und man geht auf die Suche, auf die Detektivsuche, wo hakt es denn hier? Warum habe ich denn jetzt Absolut. diese Blockade? Und dann kann man sich helfen, weil man das Schreibhandwerk gelernt hat. Oder mit jemandem sprechen wie mit dir. Danke. Genau. Guck dir meinen Schreibtisch an. Ja. Völlig zwanghaft. Kapitelübersicht. Ja. Ich habe Kapitel jetzt, bevor ich anfange zu schreiben, exzerpiere ich das Exposé, Ja. unterteile es dann in einer, mache ich erstmal die ersten 20 Kapitel, dann schiebe ich noch und arbeite das sozusagen ab und merke sofort, hey, da stimmt was nicht.